three videos without a proper intro. I mean, watch that shit. It's awful. I say, enough is enough. Brought to you by Moritz Altmaier. Hild. Peter P. And Ryan Drugan. Another episode trying to make reality great again and shove the red pill down your throats. Unfortunately, the best in the business, Sally Grime, is out eating Spetzela. But a brave social reality warrior took his place. Enjoy Idioten Watch! Ja, die schlechte Nachricht gleich vorweg. Sally Grime ist leider gerade zu Tisch und deshalb mache ich hier die Vertretung. Ein Hinweis in eigener Sache, mir wurde heute mitgeteilt, dass man meinen Zweitkanal nur durch Zufall entdeckt hätte, ich müsse dafür offensiver werben. Darum hier an dieser Stelle offensive Werbung für meinen Zweitkanal. Er nennt sich Anti-Idiotitäre Bewegung, dort lade ich meine Livestreams hoch, Gespräche mit Kritikern und auch Gespräche mit Geistesgestörten. Checkt ihn aus, einige sagen, ist ganz witzig, kann man sich geben und jetzt kümmern wir uns um Fake News. Also, fangen wir an. Am 15. und 16. September gab es zu einem Vorfall in Bad Soden-Saalmünster zahlreiche Artikel aller möglichen Medienhäuser. Was man zu diesem Zeitpunkt wusste, ist folgendes. A, 17 Jahre und B, 19 Jahre treffen aus noch unbekanntem Grund in Bad Soden-Saalmünster aufeinander. Anscheinend streiten sie, am Ende ist B tot. Abgestochen von A. Nun könnte man wieder spekulieren, woher der Täter kam. Wie wir alle wissen, gehört es zur urdeutschen Streitkultur, andere abzustechen. Man denke hier nur an die Dolchstoßlegende. Zum Glück hat die Presse diese rechtsextremen Mutmaßungen direkt im Keim erstickt, indem sie es in keinem Artikel versäumt hat, darauf hinzuweisen, dass das Opfer ein Deutsch-Marokkaner war und der Täter ein Deutscher. Bild. Ein 17-jähriger Deutscher tötet nach Bildinformationen den Deutsch-Marokkaner Salah Edine R. Berliner Zeitung. Bei dem Toten handle es sich um einen Deutsch-Marokkaner, bei dem Tatverdächtigen um einen Deutschen. Welt.de. Ein 17 Jahre alter Deutscher steht im Verdacht, einen 19-Jährigen im hessischen Bad Soden-Saalmünster erstochen zu haben. Hannoversche Allgemeine. Womöglich aus Eifersucht hat ein 17-jähriger Deutscher einen 19-jährigen Deutsch-Marokkaner getötet. Bei der FAZ und im Fokus hat es diese Information sogar in die Überschrift geschafft. Deutsch-Marokkaner wurde von einem jungen Deutschen erstochen und Deutsch-Marokkaner nach Streit auf Parkplatz getötet, 17-jähriger Deutscher festgenommen. Auf volksverpetzer.de schafft der Autor es sogar in der Überschrift, die Nationalität des Täters und die AfD unterzubringen. Deutscher ersticht Marokkaner, wo ist der Trauermarsch der AfD? Das ist mal vorbildlich progressiv. Gegenfrage, zwei Afghanen prügeln Deutschen in Köthen ins Herzversagen, wo ist eigentlich Campinos Gratiskonzert zu Ehren der Täter? Ich befürchte, da kommt nichts mehr, weil der Fall schon zu lange her ist. Aber da ich des Wartens müde bin, habe ich einen aktuellen Anlass ausfindig gemacht. Vielleicht kriege ich diesmal endlich mein Gratiskonzert. Erik X, das ist derjenige aus Ghana kommende, abgelehnte Asylbewerber, der letztes Jahr ein Pärchen in deren Zelt in Bonn überfiel, sie beraubte und anschließend die Frau aus dem Zelt eskortierte, um sie dann vor den Augen ihres Freundes zu vergewaltigen. Ein Urteil dazu gab es schon, 11,5 Jahre Gefängnis. Und heute gab es dazu Folgendes zu lesen. Erik X ist voll schuldfähig. Dabei hat er solche Strapazen in Kauf genommen, um aus dem kriegsgebeutelten Ghana über mehrere kriegsgebeutelte Länder, darunter Italien und Österreich, ins sichere Deutschland zu fliehen. Und weil die Entscheidung der vollen Schuldfähigkeit so ungerecht ist, habe ich den Toten Hosen heute gemailt und um ein Gratiskonzert in Bonn gebeten. Ich habe zwar noch keine Antwort erhalten, bin mir aber sicher, die packen schon ihre Instrumente zusammen. Okay, zurück zum Thema. Wir wissen jetzt also, dass ein 17-jähriger Deutscher einen 19-jährigen Deutsch-Marokkaner abgestochen hat. Was genau macht diesen Fall so berichtenswert? Ist es der Umstand, dass ein Mensch getötet wurde?
Gucken wir uns doch dazu mal die Zahlen des Bundeskriminalamts an. In Hessen, wozu Bad Soden-Salmünster gehört, gab es im Jahr 2017 278 Tötungsdelikte. Das sind mehr als 2 Tötungsdelikte alle 3 Tage. Bei so vielen Tötungsdelikten alleine in Hessen können wir davon ausgehen, dass das, was diesen Fall berichtenswert macht, etwas anderes ist. Ist das Tötungsdelikt selbst etwas Besonderes? Wir erinnern uns an Marcel H., der Anfang 2017 erst den 9-jährigen Nachbarsjungen tötet, anschließend diese Sprachnachrichten verschickt. Kein Bock mehr, ich will nicht arbeiten, deswegen, das ist natürlich der einzige Grund. Ich müsste bald Bewerbung schreiben, aber ne. Nee, so das mit den Galgen kriege ich nicht hin. Ich meine, ich könnte mich da jetzt aufhängen, aber ich habe hier gerade den Nachbarn umgebracht. Fühlt sich ehrlich gesagt gar nicht so besonders an, um ehrlich zu sein. Meine Hand blutet jetzt und das ist das Einzige, was mich gerade stört. Hab gerade das Blut abgewaschen. Einer meiner Schulz ist noch blutig, aber das war's eigentlich. Ich gehe mal davon aus, dass ich mich irgendwo ein paar Tagen stellen lasse und dann das Knastleben genieße. Vielleicht locke ich noch einen Nachbar rüber und mache da das Gleiche. Dann habe ich jetzt 2 Morde auf dem Hals. Ja, mein Messer ist noch oben. Ich wollte eigentlich ein Mädchen hierher holen, um die zu vergewaltigen. Und anschließend hat er seinen ehemaligen Schulfreund bei ihm zu Hause erstochen. Für beide Opfer zusammengenommen mehr als 100 Messerstiche. Oh, und Bilder der Leiche seines ersten Opfers hat er auch bei WhatsApp geteilt. Dieser Fall hat alles. Zu Anfang ein brutales Tötungsdelikt mit einem Kind als Opfer, einen vorerst nicht gefassten Täter und dann mit Ankündigung ein zweites Opfer. Dieser Fall ist auf jeden Fall berichtenswert, denn sowas gibt es zum Glück nicht alle Tage. Eine 0815 Straftat in Verbindung mit einem Messer ist aber überhaupt nichts Ungewöhnliches, sondern etwas absolut Alltägliches. Nicht nur in Berlin, sondern auch in Hessen. Wir resümieren an dieser Stelle. Wir wissen jetzt also, dass Tötungsdelikte in Hessen etwas fast Alltägliches sind und Straftaten in Verbindung mit einem Messer etwas vollkommen Alltägliches. Was wir hingegen noch nicht wissen, ist, wieso Bild, Süddeutsche, RTL, FAZ, Focus, Welt, Berliner Zeitung und T-Online der Meinung waren, dieser Fall hätte eine überregionale Relevanz. Ich befürchte, die Frage werden wir niemals klären können. Schade, der Name unseres deutschen Tatverdächtigen lautet übrigens Mohammed S. Und hier zeigt er uns voller Stolz seine Zugehörigkeit zur deutschen Nation, samt deutscher Flagge und dem Bundesadler als Handzeichen. Keine weiteren Fragen. Übrigens auch eine fantastische Möglichkeit, sich seine Statistiken schön zu rechnen. Wollen wir mal reingucken? Laut BKA waren 2017 in Hessen 146 der Tatverdächtigen bei Tötungsdelikten Nichtdeutsche. Das sind 45,2%. Bei 6,24 Millionen Einwohnern insgesamt und 1,05 Millionen Nichtdeutschen haben diese einen Anteil an der Bevölkerung von 16,8%. 17% der Bevölkerung sind für 45% der Tötungsdelikte verantwortlich. Nichtdeutsche sind demnach um mehr als den Faktor 4 überrepräsentiert. Und das, obwohl Tötungsdelikte, wie von ihm begangen, auf das Konto der deutschen Bevölkerung gehen. Die Berichterstattung zu dem Fall endet übrigens mit der Veröffentlichung der Bild und damit dem Namen des Täters am 18. September. Danach wurde der Fall uninteressant. Wirklich schade, dass der Täter nicht Malte Torben hieß. Steffen Seibert hätte diese abscheuliche Tat im Namen Merkels verurteilt, Katrin Göring-Eckardt hätte Hasstiraden im Bundestag geschwungen und Campino würde Samstag in Bad Soden-Salmünster auftreten. Die Welt wäre so viel besser. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Während ich hier so an diesem Video sitze, kam eine wirklich schockierende Meldung rein. Beim Tagesspiegel hat man den Ernst der Lage erkannt und darüber berichtet. Mann fremdenfeindlich beleidigt und geschlagen. Folgendes hat sich zugetragen. Person A beleidigt Person B fremdenfeindlich, zeigt einen Hitlergruß und schlägt ihm anschließend mehrfach mit der Faust auf seine Schulter. Das Opfer dieses brutalen Übergriffs hat daraufhin die Polizei gerufen und bis zu deren Eintreffen den brutalen Schläger an seinen Sachen festgehalten. Jetzt ist mir mein Gratiskonzert aber sicher. Ich habe die Gelegenheit natürlich genutzt und Campino nochmal geschrieben. Sobald ich den Termin für das Konzert mitgeteilt bekommen habe, werde ich euch in Kenntnis setzen. Immerhin lässt man es auch beim Tagesspiegel nicht unerwähnt, dass Erdogan Hitler grüßend und Hitlergrüße empfangend durch Berlin fährt. Was man aber unerwähnt lässt, ist ein Vorfall in Hameln von vor 2 Wochen. Darüber hat man einzig und allein bei 2 mir völlig unbekannten regionalen Plattformen aus Hameln berichtet. DWZ und Neue Woche. Laut der Webseite der Eugen-Reintjes-Schule in Hameln ist Folgendes passiert.
Am Dienstag, dem 11.09.2018, ist es gegen 13.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen an der Bushaltestelle der Eugen-Reintjes-Schule gekommen. Grund der Auseinandersetzung schien die Bitte eines Mitschülers gewesen zu sein, der sich die Kommunikation auf einem Messenger in der Klassengruppe auf Deutsch gewünscht hat, um alles zu verstehen. Missverstanden wurde das offensichtlich von dem jugendlichen Autor, der am Mittag, statt diesem Wunsch nachzukommen, körperliche Gewalt einsetzte. Da ich dieses Meisterwerk von einem Video nicht durch Beschwerden gefährden möchte, kann ich euch das Beweisvideo dieser Auseinandersetzung nur verschwommen vorführen. Einen Link zum Original findet ihr in der Videobeschreibung. Glaubt ihr, über diesen Fall wäre auch dann nur regional berichtet worden, wenn dort ein Deutscher unter Applaus auf einen Ausländer eingeprügelt hätte, der es gewagt hat, darum zu bitten, nicht ausgegrenzt zu werden? Zur Erinnerung, im Tagesspiegel landet man, wenn man einen Hitlergruß zeigt und jemandem auf die Schulter schlägt. Guten Tag.